Welche Rolle spielt die richtige Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit für die Gesundheit der Vögel? Für die Vogelgesundheit sind zwei einfache Fakten wichtig zu wissen. Erstens, Zugluft schadet den Vögeln. Starke Temperaturschwankungen können wie bei uns Menschen zu Erkältungen führen. Sorgt deswegen für eine ausgeglichene Raumtemperatur und spart im Winter nicht an der Heizung im Vogelzimmer. Die Vögel können zwar kältere Temperaturen bis 10 Grad aushalten, ihr solltet die Temperatur nachts aber nicht unter 16 Grad sinken lassen, denn sonst kann sich Schimmel in der Wohnung bilden. Nummer zwei ist der Fakt, dass die Vögel, gerade wenn es Papageienarten sind, die aus tropischen oder subtropischen Regionen kommen, eigentlich eine höhere Luftfeuchtigkeit bevorzugen. Eine zu trockene Heizungsluft kann die Schleimhäute der Atemwege austrocknen und macht die Vögel anfälliger für Infektionskrankheiten. Sensible Vögel leiden dann vielleicht sogar unter Aspergillose, einem Schimmelpilz, der sich in der Vogellunge breit macht. Hier kann eine Inhalation mit Wasser oder Medikamenten Abhilfe schaffen. Leider können wir in unseren Wohnungen die natürliche Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80% nicht herstellen. Dann würden sich schlicht die Tapeten von den Wänden rollen. Ihr könnt aber einen Luftbefeuchter einsetzen. Das kann auch die Belastung des Federstaubs minimieren. Einige Vorsichtsmaßnahmen solltet ihr beim Einsatz von Luftbefeuchtern beachten. Zu feuchte Luft kann die Entstehung von Schimmel begünstigen und ihr solltet den Luftbefeuchter ebenso wie einen Luftreiniger regelmäßig reinigen. Ein Kombigerät kann auch sinnvoll sein. Ich habe mich für einen reinen Luftreiniger entschieden. Angeblich verbrauchen die Geräte nicht mehr Strom als eine Glühbirne. Das werde ich dann bei der nächsten Abrechnung sehen. Für die Luftfeuchtigkeit setze ich eher darauf, dass mein Zimmerbrunnen und Wasserschalung in der Heizung für ein besseres Raumklima sorgen, da ich zu große Angst vor Schimmel in meiner ungedämmten Altbauwohnung habe. Und ich auch noch an der Wetterseite wohne, will ich lieber kein Risiko eingehen. Richtiger Schimmel ist schwer wieder wegzukriegen und natürlich besonders schädlich für Mensch und Tier. Jeder, der schon einmal Schimmel in der Wohnung hatte, weiß das. Habt ihr solche Geräte im Vogelzimmer im Einsatz? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob diese Dinger tatsächlich wirksam sind. Ich freue mich auf eure Kommentare.